dass er die Treue fordern kann. Also nicht eine Mission, sondern eine Art Trigger, sage ich jetzt mal. Den Trigger, den erzähle ich nicht. Könnt ihr entweder versuchen herauszufinden oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er den Trigger erfüllt. Und dadurch konnte er die Treue aller Reichsmitglieder fordern. Das heißt im Grunde, jedes Reichsmitglied weiß, was er machen kann, wenn die Treue gefordert wird. Und jeder hat sich anscheinend außer Böhm entschieden, einen Geldbetrag an Österreich zu leisten. Ich hab eigentlich schon drauf gewartet, deswegen bin ich ja die ganze Zeit bei 700 Gold schon rumgedümpelt, ne? Ja. Für Frankreich habe ich das absolut nicht Schlaues eingeplant, weil ich nicht Kerlchen. davon ausgegangen bin, dass Frankreich überhaupt ins Reich kommen könnte. Ja, der müsste dann Naja, wenn ich 10.000 gewählt Gold werde, bin bezahlen, ich im ne? Reich. Nee, Quatsch, das habe ich gar nicht erst überlegt. Also, Bist du wenn recht, ich Frank. habe jetzt schon 400 bezahlt, ne? Ja. Da schreibt er sich alles Ja, ich auf. weiß. Na, Österreich hat jetzt erstmal okay alles. Nö. Oh, okay. Urlaub nicht so Urlaub gesichert. Also, ich habe jetzt so viel Geld, ihr könnt das von mir aus jetzt auch Da lassen, kann ich ja eh brauche nur nicht Gold mehr. haben. Ohne Witz, also so viel Geld kann ich euch. Ich Na habe gut, gar nicht dann hat er gepumpt, jetzt um einen das Gold Schuldenerlass richtig zu gegeben oder fördern. hat jemand noch gar nichts bezahlt? Ich habe noch nichts bezahlt. Ja, doch, ich glaube Ja, lustig. Ja, ich. Ne. Gut, die Hanse wären jetzt noch 600, das ist ein bisschen hart Aber alle viel, anderen, also. Order, Toskana, Das haben bezahlt, kannst ne? du gerne behalten. Ich habe 500 bezahlt. Also Toskana. Warte mal. Jetzt bin ich. Ja. Toskana hat Ich hab bezahlt, unser 500. Savoyen hat als allererster bezahlt. Und Ja, ich weiß nicht, 200. Deutsche Orden hat 200, 200 Entschuldigung. gezahlt. Ich weiß nicht mehr, Das was der habe ich bezahlen einfach musste. nur, ich wollte es nicht zu hoch ansetzen, Ja, sonst dann. hätte Teutonic Order Ach! sich Ja, eventuell. wolltest du es nicht zu hoch ansetzen? Ja, weil er ja nicht kein Tausend. Staat, keine Standardnation im Hai ist, sozusagen. Ach. Ach komm, ist doch egal. Lustig ist Ja, es du trotzdem. weißt wieso, ne? Ja. Ich sag nix. Ich sage nix. Naja, aber also ich habe eigentlich noch dazu, also Teutonic Order ist eigentlich so eine Nation, die muss eigentlich ins Reich, also von daher. Sonst ist es ja eigentlich nur da Opfer oder so, oder wie man es auch meint. Kann aus Also irgendeinem irgendein wurde das nicht Grund. nochmal Na direkt, egal. ne? Achso, Frieden. Darum ging es drum. Ja, Bayern sieht doch gut aus. Habt ihr jetzt wieder Reichspunkte bekommen, oder? Ja, 17. Das Problem ist, man kriegt irgendwie nur Punkte, wenn ich das. Also ich krieg nur Punkte, wenn ich das selber mache. Deswegen muss ich jetzt separat Frieden machen, weil Ja, ich ja den Krieg nicht dann. erklärt habe, weil ich immer noch ein Dann Regentschaftsalter böhm habe. sicher. Also mitten in der religiösen Unruhe meint der Papst jetzt auch noch einen Philosophen anscheißen zu müssen, dadurch, dass ich eine Stabilität verliere oder was? Das ist doch Kacke. Dum dum dum. Ach so, Frankreich? Du hast doch jetzt. Ja. Lies nochmal. Was ist los? Ich bin. Was ist los? Ich bin. Was ist. Ich. Hä? Keine Ahnung. Ne, du hast doch jetzt Aragon angegriffen und den Ja, Krieg gewonnen. ich weiß. Aragon bin ich soweit leider fertig. Ja, genau. Nee, also pass auf. Leider. Also Frankreich hat nach 1500 drei Provinzen von Aragon geklaut, beziehungsweise aus dem Aragon-Stadtgebiet genommen und erhält dadurch einen Siegpunkt permanent. Frankreich hat damit vier Siegpunkte. Ihr Bitches. Und ist Punkteführer. Ja, ich Dö, habe auch noch einen bekommen, ne? dö, Norwegen. Was? Was? Nee. Was ist Na, mit Norwegen? Norwegen Vasall war doch Ziel, oder? Nö. Und noch eine Warum Lesung. hat Ulm Warte, zwei ich. Provinzen? Treib dich kurz an. Achso. Weil sie gerade Wer ist jetzt ausgenutzt haben, dass meins? wir Bayern getötet haben. Und ich konnte deswegen konnte ich auch Württemberg nicht freilassen, weil die Württemberg vorher gefordert hatten. Und Konstanz konnte ich nicht freilassen als Meins Württemberg, und weil das Mainz meins. belagert hatte. Was, warum? Mainz. Ach, wie schön uneinig das Reich schon wieder ist. Ja, Ich Mainz liebe es. kriegt mal Mainz, wenn mein. Ja, sorry, meins halt. Meins ist nicht so. Ach, Frankreich, kannst du nicht mal irgendwie mal Ich würde sozial sein Französisch und schon anderen Leuten auch mal einen Kardinal lassen? werde doch protestantisch. Wie jetzt nicht mit Französischen? Ach, Ja, aber das Herr hat de trotzdem Lagardie, eher ist das französisch nicht als die Dynastie von Deutschland, Schweden? oder?
de la Gardie. Ja, das ist klar. Es ging mir jetzt nur darum, dass ich mich jetzt gewundert habe, dass es das derselbe Name ist. Ah, hab ich bloß gewundert, warum da bei dem Kardinal nichts mehr kommt. Frankreich, du hast volle Diplo-Punkte. Hammergeil, das ganz auf protestantische Tisch. Schweden wird von protestantischen Fanatikern belagert. Ergibt Sinn. Omizel, was war jetzt das? Das liebe ich hier. So sinnlos. Ah, okay, gut. Nein, ich hab alles. Toscani hat jetzt auch einen Siegpunkt. Ja. Wer? Toskana hat jetzt einen Siegpunkt, er hat die zwei Provinzen in Sizilien eingenommen. Nicht permanent. Man muss wissen, wofür. Er hat Sizilien eingenommen, zwei Interessanterweise. Provinzen. Ich habe gar keine permanenten Siegpunkte von dem. Das ist doof, ne? Ich hab keinen einzigen permanenten. Keinen einzigen. Darf ich mal fragen, ob du das in der Datei da auf dem Zettel hast? Okay. Ich hab das in der Datei. Also um das kurz zu sagen, also ganz am Anfang des Missions-MP hatte ich Leute gefragt, was sie spielen wollen. Und darum hatte ich bestimmte Länder für bestimmte Leute festgelegt. Und Mizel hat dann zufällig die Toskana bekommen, weil er es auch hätte spielen wollen. Und weil ich ihn nicht mag, habe ich ihm halt trotzdem was Schwierigeres gegeben. Das sage ich jetzt einfach mal als Ausrede. Nee, Quatsch. Also ich habe die Länder versucht so. Best Friends Forever, oder was? Soweit das ohne irgendwelche Tests möglich ist. Aber ich muss mal gucken. Nee, doch ein. Welchen? Achso, nee, sag ich jetzt besser nicht. Den besser nicht sagen. Achso, ja. Oder nee, meine Lieblingsauswahl. Ja. Yeah. Ja gut, das musst du da nicht sagen. Was? Erobert die Welt, oder was? Erobert die Welt, ein Permanent. Ein halber Permanenter. Instant-Italien. Ja. So, nur als kleine Infos für die Leute, die mir gerade Geld gegeben haben, damit habe ich mir jetzt meine tolle Botschaft finanziert. Damit ich die ganze Zeit mit euch tolle Beziehungen haben kann. Ja. Freut euch bestimmt, gell? So glücklich. Das Geld ist gut investiert. Ja, Mize, du kannst. Also nee, das solltest du vielleicht nicht. Genau, theoretisch kannst du es verraten, weil ich weiß nicht, ob du es schaffst. Naja. Muss an der Kolonie jetzt gründen, erst oder was? Recht. Nee, ach Italien. Komm, Toskana gründet eine Kolonie. Ja, in Österreich. Nee, das ich kann sag... ich verraten, denn das kann ich nicht schaffen von dem her. Italien. Die Schweiz zerstören. Was denn? Nein. Das ist nicht richtig. Ah, okay. Er muss als. Wie sagen alle die Mission, die Schweiz zu zerstören, ey? Was ist denn bei euch los? Also, er muss es selber tun, sozusagen. Also, es geht nicht darum, dass die Schweiz tot ist, sondern er muss es selber machen. Das habe ich nur gemacht, weil er der Schweizer hier im Spiel ist. Also, das ist keine realistische Mission. Ja, ansonsten habe ich nur mich permanent. Ja, komm, ja, eventuell passe ich da nochmal was an. Nachher, ne? Also, eventuell. Ja, wenn ich das nachher, spiel... wenn Frankreich gewonnen hat, ne? Ach, dann mach ich hier, Toskana hat, keine Ahnung. Hat einen Krieg erklärt gegen Österreich, 10 Siegpunkte. Traue dich, Österreich, einen Krieg zu erklären. Ja, ich hab übrigens... Schlecht wär's nicht, auf jeden Fall. Bisschen over... Ja. Wenn die permanent sind, wäre das halt dann leicht overpowered. Also wie die Schwede schauen, ne? Ah, katholische Fanatiker in Brandenburg. Go! Nein, bitte Go! Nicht! Tötet sie. Doch, tut es. Macht nee, sie wieder katholisch. So wie das sein soll. Ach komm, das ist doch schwul, ey. Gerade der war richtig geil. Was nein, ist denn schon wieder? Hast du schon wieder deinen Typen verloren, oder was? Der war richtig mega. Mega, ey. Ja, das meine ich ja. Sag mal, Narkotikon, willst du nicht eventuell noch so nebenbei selber kann man nichts machen? Nein. Das läuft hier alle. Hä? Das funktioniert hier eh nicht so Premium. Nee, das ist nein, selber kann man. Der ist doch schon längst protestantisch. Das ist eh nur eine realisierbar. Die andere ist halt in 100 Jahren, in 200 Jahren und die anderen brauche ich gar nicht erst machen. Ja, gut. Aha, sehr gut. Sehr gut.
gut, Mama. Ich will endlich. Ja, echt mal. 5 Jahre noch, dann habe ich endlich keinen Regentschaftsrat mehr. 1 Jahr. Ja. Können wir auf 3 spielen? Er gerät man das dann. Ah. Bis Frankreich wieder zurückleckt. Warum? Nein. Warum denn? Du darfst sie nicht töten, lass sie leben. Ja. Alter, lass sie leben, was soll denn das? Ich will nicht katholisch haben. Ich will keine. Damit die wieder katholisch sind. Ich will aber die katholische haben. Ja, das ist nicht so dringend. Du musst mir aber treu sein. Nee, ja was. Das finde ich trotzdem scheiße. Minus 10.000. Verschlechtert schon mal wieder die Beziehung. Over 10.000. Genau. Nee, over 9. Nee, eigentlich sind die sogar im Positiven. Ich habe gerade nachgeguckt. Aber nicht die geheimen. Ja, natürlich. echt mal. Ach, guck mal, die KI von Hansebund würde angeblich oh, ja, die religiöse Einheit. Ich hab mich hier nur auf den Reich entfernt, okay. Falls Krim auf dem ich hier Tschüss, Kriegsgrund. Hat doch nichts verändert. Krieg! Doch, du hast einen König entfernt aus dem Reich. Ja. Ein Prinzen. Der Prinzen. Nein! Entschuldigung, tut mir leid. Wir sehen gut aus. Mein Gott, wie hab ich denen am Anfang geholfen? Das Coole ist hier im Suezkanal 21 Piraten. Also nicht im Kanal, sondern im Golf. Das ist das Geilste, weil Hedgers füttert die immer drauf. Leute, zum 100. Mal an alle Leute, die mir sagen, ich soll Moldawien erobern, ich hab einen fucking Regentschaftsrat seit 12 Jahren. Das geht nicht. Ja, wie gesagt, ich kann keinen Krieg erklären. Meine anderen Leute wollen auch einen Krieg gegen Polen führen. Also das Polen. Polen ist nur einmal im Jahr. Was ist Polen? Ich kenne nur Deutschland. Und Russland, ne? Ja, Russland ist die. Väterchen Frost. Wow, warum stürmt Kastilien gerade Portugal? Irgendwas stimmt hier nicht. Er hat darauf gewartet, dass endlich der Krieg mit Frankreich vorbei ist. Ach, weil das Geilste ist, weil Kastilien Aragon angegriffen hat, wegen der Provinz, an der sie keine Grenze haben. Top. Premium. Top, die Wette gilt. Ja, macht Sinn, oder? Aber das ist eine Mission und dadurch bekommen sie einen Claim drauf. Ne, die kamen ja auch in Musikia auch da diesen, über die Seezone können sie ja auch einen Claim machen, aber das ist einfach nur so behindert, dass sie nicht eine ihrer normalen Grenzprovinzen nehmen. Das ist nur. Das. KI. Hinterfrage nicht die KI. Hinterfrage nicht die allwissende Macht der KI. Brasilien hat sich natürlich auch wieder aufgeteilt, das ist der Standard. Frankreich hält einen Anspruch auf Nice. Ja, aber das sieht kacke aus, wenn ich das nehme, deswegen lasse ich's. Wenn, dann würde ich dich schon ganz annektieren. Ja, sonst sieht das echt. Aber Nice ist Nice! Ja, nein, Nice ist Nice. Nice. Oh, Moskau ist Kriegsführer, ehrlich. Ja. Really? Oh. Really? Polen, komm her. Na super. Und tot. Ach, Moskau kämpft gegen Ja, Schweden, du hast die Drohung nicht erfüllt, das ist dir klar. Vorhin. Um was geht's genau? Es geht darum, dass wir gerne nochmal 11.000 Polen sterben. Und Schweden. Und noch ein paar mehr Leute. Oh! Da stehen doch ein paar viele. Hä? Ah lol, ich hab den falschen geklickt. Oh fuck, sorry. Wieso triggert denn jetzt... Wieso denn eine Staatsehe mit... Hä? Why? Hast du auch eine Staatsehe? Wieso triggert hier die Staatsehe? Ne, mit Braunschweig, ohne dass ich das will. Ja, ich hatte das mit Ungarn. Na, also, da hatte ich eine Staatsehe mit Ungarn, als sie schon in der Personalunion waren.
Interessant. Ja, ich, wie geht das? Das hat mich auch immer... Musstest du eigentlich einen Staatssee mit mir haben? Burgund heiraten oder hatte ich auf einmal Staatssee mit Ungarn? Warum? Ich hab farblich dasselbe. Interessant. Gucken wir jetzt den Krieg aus auf Seite der Verlierer an. Wer verliert denn? Ich denke mal hier Polen, Litauen, Russland. Schweden. Moskau. Achso, Schweden, ja, der macht ja mit. Schwedischer Staat. Der Schwede. Der alte Schwede. Eigentlich hat er ja versichert, dass er. Ich glaube, er war mit Polen oder so. Ich dachte, mit Moskau hat das zu tun. Nein, nein. Moskau ist er doch selber verfolgt. Die zum Teufel steigt zum Ziel. Aggressive Expansion. Ich habe seit 5 Milliarden Jahren überhaupt nichts mehr gemacht. Wie? Vielleicht Claims. Deswegen hier. Claims. Ja, also Claims ist meistens der Hauptgrund. Nein, ich habe nicht geclaimed. Ja. Vielleicht hassen sich gar nicht einfach alle. Das meine was sein, die können dich ja nicht hassen. Hass. Ja, auf welche Länder beziehst du das? Brunswick auf 60, das ist richtig. Nee, auf Holstein und Lauenburg. Ja gut, achso, da sind da ja... Weil du die religiöse Einheit abgelegt hast. Dann meinst du aggressive Expansion, hä? Nee, dir... Nee, du machst plus 2,6 jährlich. Ja, aber ich hatte gerade... Ich hatte vor, weiß ich nicht, vor einer kurzen Zeit hätte ich noch irgendwie 30 oder so. Nein. Keine Ahnung, sehen wir jetzt, im Moment ist es 60. Das ist einfach nur so opedisch. Weißt du, die schwedischen Truppen, keine einzelne Kanone halten trotzdem einfach stand, weißt du? Ja, mein OP-General ist einfach legendär. Nur Infanterie, okay. Eine Kavallerie. Ja, wolltest du der Held der Stunde werden, warst du spät. War zu spät. Egal. Es gibt Krieg, Böhm kommt zu spät. Ja. Ja, normal wird ich ja immer. Normal wäre ich, wenn ich immer der. Krieg! Böhm belagert. Der reincharge, ohne auf die anderen zu warten. Nee, der reingecharged wird von allen. Böhm trat ein Militärbündnis mit. Nee, Gotland trat ein Militärbündnis mit Litauen. Very interessant. Gotland ist auch eine Theokratie. Auch eine interessant. Theokratie. Ach, Smolensk. Wo wollen denn denen ihre Truppen dahin? Alter, ich hab hier. Ich sollte hier nicht nach hinten nachlaufen, Glück, das ist nicht gut. Russland gerade woanders. Viel zu viel Manpower verlust. Oh, that placement. Eine Weiden von Sibirien. That placement, das war fies. Das war richtig fies. Das was? Der deutsche Orden ist schon im Krieg gegen Schweden und deswegen hat der Schweden Gotland den Krieg erklärt. Oh, bye bye, Gotland. Das ist natürlich asozial. Das heißt, quasi, der deutsche Ort verliert gleich zwei Siegpunkte. Sonst wahrscheinlich Schweden hat wahrscheinlich die Mission vernichtet Gotland. Naja, ja, wenn Schweden Gotland jetzt annektiert, dann ist also sowohl das Bündnis weg, als auch Gotland ist nicht mehr unabhängig. Gotland, ja, Gotland gehört ja vorhin schon zu Schweden, dann gäbe es die Mission also schon. Also die Siegpunkte werden dann schon mal zumindest angegeben. Also von daher, kann er nicht die Mission haben, zerstört Gotland. Warum nicht? Ich finde, ich heißt das lass die Insel in der Ostsee ersaufen oder so, aber das kann man ja eh nicht erfahren. Alle Inseln beherrschen in der Ostsee. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böhm, kannst du mal ein paar Truppen mit deinem OP-General hier hochschicken? Wahrscheinlich stirbt er gleich, wenn er das Litauen macht. Kicking? Immer so, das war letztes Mal gegen Kirby auch so. Das ist immer schief mit meinem 5-6 General, das ist aber instinkt gestorben. Ja. Ist halt Pech. Armes Ungarn. Er lebt noch durch Österreich. Ich bin gleich da. Bin mit dir verbündet. Ja, sieht deine. Du das eigentlich sehen? Ich sehe nur deine Truppen. Ich sehe Ah, du bist da wollen. Stimmt, ja, sorry. Und kommst diesmal rechtzeitig, repeat. Oh mein Gott, diesmal bist du sogar rechtzeitig. Sorry. Und da kommt der Teutonic Order, der Abstauber, der will doch mal 5 Fristen. Gerade so. Und da kommt noch der deutsche Orden rein. Ich krieg dich dann schaffen, das 100% das geht.
Oh, ich bin mittlerweile unter 80. Unter 80 Prestige. Unter was 80? Keine Ahnung. Nach unten. Was denkt ihr, wo fliehen die hin? Afghanistan. Du hast ja gefragt und er hat dich nicht geantwortet. Komm hier, Er hat geantwortet. Ja, aber ziemlich dämlich. Daraus kann ich mir jetzt keinen Strick drehen. Ich nach Poltava fliehen. Ach, einen Strick drehen kann man immer, ne? Ja, ich bin on the way. Du auch. Hattest du eigentlich nochmal für einen General? 5-4-5, okay, ich hab 3-3. Für einen General? Ach, 6-3. Aber das ist nicht schlecht. Ja. Ja, gut. Gott sei Dank ist der Feuerwert noch nicht so wichtig. Das wäre mir jetzt ziemlich hart am Sack. 1000! Hä, Hanse? Ich hab jetzt. Hanse war. Ja, ich hab jetzt aber so 600 bezahlt. Hanse, du musst mir kein Geld mehr geben. Tod, Tod und Verderben. Ja. Nee, nee, ich dachte so 600. Ja, okay, wenn du das willst, dann. 600 nicht bezahlen fand ich jetzt ein bisschen viel. Okay. Gut. Na gut, da ich meine im Verhältnis zu den anderen, ich meine wir jetzt unglaublich millionenreich gewesen wärst, dann denke ich mir jetzt ruhig die 1000 zahlen können. Aber sonst das Angebot von Österreich ist ja fair. Ja, fair ist gewesen, aber nicht. Protestantische Fanatiker. Übrigens, sorry, dass ich aus Versehen vorhin von dir die religiöse Einheit gefordert habe. Das war eigentlich nicht so gedacht. Ich dachte, Alter, was soll wollte das eigentlich bei. Ja, ich wollte eigentlich Braunschweig machen, ich habe mich irgendwie verklickt. Braunschweig geht nämlich gleich, sind gleich die Beziehungen auf deiner Seite, du könntest echt wieder eine Reform durchkriegen. Teutonic Order hat glaube ich auch noch ein paar Provinzen, die er reinbringen kann. Hey, Österreich mag irgendwie jeder im Reich außer Augsburg nicht. Außer Mainz. Ah, danke. Ja, nee, Mainz ist eins, der mich den Rebellen da oben. Ja, repeat, wie sieht es aus? Kann ich Podolien haben oder willst Podolien du das haben? Ich gerne haben. Du hast es mit Arien doch. Podolien. Da unten, da. Okay. Ja, ist okay, ich wollte nur fragen. Dann chill ich jetzt hier einfach mal, wenn da nochmal feindliche Truppen kommen, die ihr nicht besiegen könnt, dann. Du kriegst den ganzen Balkan mit Griechenland. Ja, genau. Das waren ja immer die Bestrebungen von Österreich. Ja, ich geh nach Ming. Ich geh nach Ming. Mit die Türken, machen wir platt. Ich geh nach Ming. Ist ein Kreuz. Ja, dafür müssen wir halt erstmal einen Kreuzzug machen, weißt du? Protestanten begleiten sich nicht. Ja, ist doch scheißegal, wenn ich den Krieg erkläre. Warum sollen die Protestanten keinen Kreuzzug machen? Der Protestant ist seine Religion der Liebe. Jetzt kommt mir Frankreich schon den Kalender. Nee. Ist eigentlich, warte mal, ist Böhmen eigentlich noch mit Hanse unterwegs? Hat seine, keine Ahnung, Ursachen, keine Ahnung. Ich muss das ja mal kurz sprechen. Ja, da bin ich immer noch ein bisschen wütend drauf, aber nein, passt. Eigentlich haben wir die Beziehung noch nicht verbessert. Doch, wir waren schon mal gut, doch, aber. So, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich immer noch deine Heirat mit Litauen. Repeat, coole Sache. Ja, ne, die hab ich wieder. Ein Military Access von Brandenburg würde ich auflösen. Ja, stimmt, das, da war. Hat er ja nur gemacht, damit sie nicht wieder katholisch werden. Ich hätte das einfach nicht sagen sollen. Wäre es ihm vielleicht nicht aufgefallen. Okay, dann gehe ich mal da hoch und dann verteidige ich mal hier. Den. Ein Glück, dass ich, noch katholisch bin, sonst würden einfach mal mindestens zwei Nationen wird auf jeden Fall noch protestantisch werden, nämlich die Pfalz und der Elsass und auch noch Kleve, also drei. Die würden alle am liebsten. Ja, ja, ich weiß. Ja, denke ich mal. Das sei ich hoffe, du bleibst auch katholisch. Schlagen jetzt ordentlich zu, aber ich denke und hoffe nicht. Also von daher. Ach, guck mal, ich habe einen Kardinal. Oh mein Gott. Erstmal rein Punkte investieren. Nee. Achtung, jetzt kommt Frankreich gleich und überstimmt mich mit 80 Punkten. Über dir kümmern. Ah, okay. Und da bam, Savoyen. Mhm. Und Toskana hält nein, auch einen. Nein, mit 10, du hast genug Punkte in einen investiert, ne? Warum? Komm. Wunderbar. Nicht mehr synchron. Oh. Ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen, dass er nochmal weiter. Ich weitermache. Ach, passt schon, schauen wir schon.
Ja, Schweden kann er momentan während dem Krieg jetzt nicht viel diplomatische Sachen auflösen oder sowas. Weißt du, so in dem einen Tag hat jetzt einfach mal die KI einfach mal alles platt gemacht. Was, ist nochmal neue Lobby oder was? Wäre jetzt zwar schon saulustig gewesen. Nicht mehr kein. Ja. Na gut, du bist aber ziemlich...